Natürlich begeht man als Wohnungsgesellschaft ein solches Jubiläum am besten mit seinen Kunden, den Mietern. Und zwar dort, wo sie leben. In verschiedenen Stadtteilen feierte jener Wohngebietsfeste mit den Mietern, von denen viele, vor allem in Lobeda, schon seit Jahrzehnten in Wohnungen des Unternehmens leben. In dieser langen Zeit hat sich das Bild der Wohngebiete erheblich verändert. Und daran hat auch jener Wohnen maßgeblichen Anteil. Durchaus Grund, ein bisschen stolz auf die 6 Jahrzehnte zurückzuschauen. Ja, 60 Jahre ist eine sehr lange Zeit, fast ein ganzes Leben. Und es ist auch ein Zeichen dafür, dass wir im 60. Jahr angekommen sind des Unternehmens, dass wir auch ja, einfach in einer langen Linie unterwegs sind. Also, dass wir sehr langfristig denken und sehr nachhaltig denken auch an dieser Stelle. Und deshalb kann so ein Unternehmen, was sich mit Immobilien und vor allem mit den Wohnungen und dem Zuhause von Menschen beschäftigt, auch an so einer Stelle mal auf die 60 Jahre zurückschauen und schauen, was ist in den 60 Jahren passiert, wohin haben wir uns entwickelt, wo stehen wir heute. Dabei fing alles recht überschaubar an. 1958 wurde der VEB Kommunale Wohnungsverwaltung Jena gegründet und mit der Verwaltung von 2000 Wohneinheiten betraut. In dieser Zeit herrschte in Jena, vor allem wegen des rasanten Wachstums des VEB Carl Zeiss, akute Wohnungsnot. Deshalb entstanden in den beiden folgenden Jahrzehnten tausende Wohnungen in den neuen Stadtteilen Lobeda Ost und Lobeda West. In den 80er Jahren kamen weitere in Winzerla hinzu. Bis 1988 war der Wohnungsbestand auf 26.000 Wohneinheiten angewachsen. Mit dem Ende der DDR ging auch das Ende des mittlerweile umbenannten VEB Gebäudewirtschaft einher. Nach der Umwandlung in die Städtische Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Jena MbH, kurz SWVG, in eine 100%ige Tochter der Stadt, ging es in den 90er Jahren vor allem um die Sanierung und Modernisierung des Bestandes. Dazu gehörten auch die Privatisierung und der Abriss verschiedener Objekte. Dabei wurden viele 100 Millionen Euro in den Wohnungsbestand und die Gestaltung des Wohnumfeldes investiert. War das erste Jahrzehnt nach der Wende vor allem von Sanierung und Modernisierung geprägt, setzte das Unternehmen ab Beginn der 2000er neue Akzente. 2002 wurden 94% der Gesellschaftsanteile an die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck verkauft. 2004 erfolgte die Umfirmierung in die Jena Wohn GmbH. In den darauffolgenden Jahren realisierte Jena Wohnen eine Vielzahl von Großprojekten, die das neue, moderne Antlitz der Stadt maßgeblich mitprägten. Zu diesen Projekten zählten zum Beispiel die Wohnungen und Reihenhäuser an der Weidecksmühle, die Sanierung im Spitzweidenweg, der Bau des ersten Passiv-Mehrfamilienhauses Thüringens in der Kunitzer Straße, der Neubau der Wohnanlagen an der Tonnenmühle, in der Naumburger Straße am Händelweg, der Paraschkenmühle, in der Schützenhofstraße und viele, viele mehr. Ein Meilenstein war natürlich der Neubau der Friedensberg-Terrassen, für den Jena Wohnen 2018 mit dem Deutschen Bauherrenpreis ausgezeichnet wurde. Ebenfalls 2018 wurde der Grundstein für den ersten Hochhausneubau seit der Wende in Lobeda Ost gelegt. Mehr als 500 neue Wohnungen entstanden in den letzten Jahren. Inzwischen beläuft sich der Wohnungsbestand von Jena Wohnen auf rund 14.400 Wohnungen in allen Teilen der Stadt. Auch wenn die vielen Neubauprojekte durchaus eine Herausforderung waren, behielt man stets auch den vorhandenen Bestand im Blick. Denn der Fokus des Unternehmens lag und liegt immer auf der Zufriedenheit der Kunden. Ja, die Schwerpunkte sind natürlich an allererster Stelle und dann kommt auch lange gar nichts, sind unsere Mieter. Wir geben unseren Mietern ein Zuhause. Unser Leitspruch heißt mehr als 4 Wände. Das heißt, wir wollen den Menschen nicht nur eine gute Wohnung, ein Zuhause in ihren Häusern bieten, sondern auch in ihrem Umfeld tätig werden, in den Quartieren tätig werden. Wir wollen, dass sie sich bei uns und in den Quartieren rundum wohlfühlen. Mit einer durchschnittlichen Kaltmiete von 5,64 Euro pro Quadratmeter ist Jena Wohnen nach wie vor der Garant für preiswertes und modernes Wohnen für breite Schichten der Bevölkerung. Und das soll auch in Zukunft so bleiben. An neuen Ideen für die nächsten Jahrzehnte mangelt es auf jeden Fall nicht. In 60 Jahren ist Jena Wohnen weiterhin mit einem Bestand von ungefähr 1/4 der Einheiten in der Stadt unterwegs, hat sich in verschiedenen Bereichen der Stadt auch auf neue Geschäftsfelder bewegt. Gewerbe ist ein festes Standbein von Jena Wohnen, Dienstleistungen stehen im Mittelpunkt. Wir wollen umfassende Angebote auch in die Wohnung bringen. Ich nenne das Thema Smart Home oder auch Unterstützungssysteme für ältere Menschen. Wir wollen Dienstleistungen in die Wohnung bringen. Jena Wohnen wird im Rahmen der Stadtwerkegruppe da zu einem umfassenden Anbieter für Dinge für das Wohnen und vor allem auch für das Drumherum.